Herzlich willkommen in meinem Kanal. Es geht um Silber. Silber musste viel, viel einstecken. Ja, ich habe auch in meinem Kanal gesagt vorher, ich werde das Video hier verlinken, wo ich gesagt habe, der Silber ist hier heiß gelaufen. Ja, der ist heiß gelaufen, der braucht eine Abkühlung und von daher rechne ich mit Kursen Richtung, sag ich mal hier 1550, also hier in dem Bereich. Ja. Auf die 10, 20 Cent kommt es nicht an. Es geht darum, dass hier der Kurs sich wieder fängt oder erholt. Und wenn man jetzt schaut, das ist schon, ja, ich will jetzt nicht sagen viel, aber es geht in die richtige Richtung. Ja. Aber ich denke, dass der Kurs hier ungefähr hier 1550 seinen Stopp haben könnte, weil das ist schon hier sehr bärisch. Ja, der Verlauf, wenn man nach unten guckt, der Schnabel zeigt nach unten und ja, wie schon gesagt, das ist heiß gelaufen. Ich denke, dass wir bis vielleicht Ende Juni, das sind ja so die saisonalen Stärken und Schwächen von Gold und Silber, dass meistens Richtung Juni wir schwächere Monate haben aufgrund des Bedarfs. Und ich denke, dass wir hier eine kleine Verschnaufspause einlegen werden. Aber ich bin positiv gestimmt. Also durchaus gegen Ende des Jahres, dass wir hier Richtung die 24 nehmen könnten. Also spricht nichts dagegen. Ja, also bin ich eher positiv gestimmt, dass wir die Richtung 24 nehmen werden. Ja. Aber natürlich Worst-Case-Szenario gibt es auch hier, dass der Kurs hier dann nach unten abprallt. Ja, dass das vielleicht eventuell sowas entstehen könnte. Ja, machen wir mal hier 8:30 ein längerer Doppelboden. Also das ist durchaus möglich, weil wir hier schon mal hier runtergekracht sind auf 11. 11 Dollar und ich denke mal, das würde jetzt in die Richtung, also das würde charttechnisch passen, dass wir hier einen Doppelboden haben und dann halt das Ding nach oben explodiert. Dann würde mal Sinn machen, ja, spricht nichts dagegen, aber es kann auch durchaus sein, dass wir das gar nicht so erleben, ja, dass halt der Kurs sich schon hier eingependelt hat und wir das Ende eigentlich, also den Tief hier schon gesehen haben, ja. Und dass quasi wir nur eine kleine Verschnaufspause machen und das Ganze Richtung Norden geht, ja. Wenn wir das so anschauen. Ich denke, es kann auch anderes Szenario. Es kann auch sein, dass der Kurs hier nach unten absackt bei 14 Dollar. Weil wir schon hier relativ Unterstützungszonen haben, Widerstände, ja. Ja. Das heißt, dann haben wir hier quasi Schulter-Kopf-Schulter-Formation wieder und dass das hier aus dieser Formation ausbricht. Ja. Das heißt, so oder so, ob das hier ausbricht oder hier ausbricht, der Weg geht nach oben. Ja. Einzige Szenario, wir müssen nur aufpassen, dass dieses Fallende hier, dieses kleine, sich nicht so entwickelt, dass es halt Richtung 14 nach unten absackt. Also das, was wir hier gesehen haben, dass der Kurs von 19 auf 12 um 7 Dollar gefallen ist, das muss man auf jeden Fall vermeiden. Ja, also ich denke, also persönlich jetzt meine Meinung, klar ausschließen kann man es nicht, dass es jetzt auf 8 Dollar runterfällt, aber Szenario wäre eigentlich, dass vielleicht die 14 nochmal getestet werden. Oder so kann man so sagen, dass halt im ersten Schritt hier 15,50. Wenn das hält, dass wir Richtung nach oben driften, ja, das ist ein Szenario. Oder es kann sein, dass wir Richtung 14 die Devisestände quasi berühren und dann nach oben kippen. Oder ganz schlechtes Szenario, dass halt dieser Weg gemacht wird. Tak, tak, nach unten, ja.
dass es halt quasi nach unten genommen wird. Aber das ist, finde ich, jetzt unwahrscheinlich, dass der Kurs jetzt von 17 auf 7 fällt. Ich halte eher es positiv, dass wir hier quasi hier auf 17, also 15,50 ungefähr gehen werden und dann der Kurs nach oben ausbrechen wird, ja. Wie sich das entwickelt, also es kann auch denkbar sein, dass der Kurs hier hinkommt und wir zurücksetzen auf diese Widerstände hier. Das heißt, dass der Kurs auf 20 oder 19 kommt, ja, und dass wir hier beharren, ja, und hier quasi so eine Seitwärtsbewegung machen und dass der Kurs dann hier aus dieser Schulterkopf-Schulterformation ausbricht, ja. Wenn man jetzt so schaut, ja, das ist eine wunderschöne Schulterkopf-Schulterformation. Und ich denke eher, dass es in diese Richtung gehen wird, auch wenn man, ja, passt, soweit, dass man halt quasi hier so eine Schulterkopf-Schulterformation bekommt und nach oben ausbricht. Weil, bedenkt, Silber ist so aufgebaut, man sieht es auch hier an dem Chart, dass es relativ spät zündet. Ja? Man sieht schon hier kurz vor dem Rallye-Ende, wenn man es mit Gold vergleicht, hier hat sich der Kurs quasi in diesem Kanal sich bewegt. Ja? Und man sieht hier, dass quasi der Kurs zwischen 9 und 20 sich bewegt hat und der Kurs dann explodiert hat. Deswegen rechne ich auch damit, wenn man jetzt das rüberzieht, man sieht auch, der Kanal ist gleich. Ja? Also ist wieder in den Kanal reingegangen. Und ich denke, dass dieses Szenario hier unten gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist. Ja? Es kann sein, aber es kann auch nicht sein, dass es hier unten nochmal testet, der Bereich. Nehmen wir mal an, der testet das nicht, aber ich denke, das ist halt relativ kurzfristig. Also es kann sein, dass wir weiter noch hier beharren, dass es relativ kurzfristig nach oben gehen wird, also wirklich steil. Ja, jeden Tag vielleicht 5, 4 Euro, 6 Euro und so weiter. Weil wir haben es ja hier auch gesehen, also wenn man schaut. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, wenn man so schaut, in wie vielen Monaten Silber, also von September bis Mai. Das heißt, wir haben hier 3 Monate und in 8 Monaten von 15, von 19 oder hier, in 8 Monaten von 19 auf 50 oder halt 50. Ja? Das heißt, relativ kurzfristig kann Silber reagieren und dementsprechend erwarte ich auch, dass wir beim Silber, wenn wir, sag ich mal, uns über die 20 Euro oder 20-Dollar-Marke schmeißen können, ja, dass wir diesen Bereich hier erreichen. Dieser Bereich, ja, wenn wir das hier erreichen, wenn der Kurs überhalb von 20 kommt, ja, oder hier an der Marke nagt, dann ja, den Fahrticket kaufen, ja, der Bus fährt dann los, ja. Das heißt, da sollten wir, wenn wir bei 20 sind, die Fahrtickets kaufen und dann wirklich abwarten, bis der Bus oder die Rakete dann halt nach oben fährt. Ja? Wichtig, Leute, diesen Kanal im Auge behalten. So, jetzt gehen wir mal nochmal kurzfristig. Kurzfristig, wie ich gesagt habe, beim Gold habe ich 1630 gesagt, bei dem wird es wahrscheinlich Richtung 1550 kommen, aber 100% kann man es natürlich nicht voraussehen. Also es kann auch sein, dass die 16er Marke ist auch relativ auch stark, dass wir vielleicht so einen Bogen hier Richtung 16,30 auch machen können. Also das heißt, hier in diesem Bereich müsste Silber seinen Stopp machen können und dann neue Kraft tanken für neue Hochs. Ja. Ich hoffe, dass wir hier diesen Widerstand durchbrechen können. Wir sind schon einmal an der Marke hier 1960 gescheitert, dann hier
ein zweites Mal, ja, ich sag mal ein drittes Mal. Ich denke, dass wenn wir hier an der Marke scheitern, dass der vierte Anlauf hier nach oben ein Durchbruch sein wird. Ja. 100% kann man es nicht sagen, aber hoffen wir mal, dass der Durchbruch kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Abonniert meinen Kanal. Dankeschön. Tschüss.